So, willkommen bei Map 9 von Extermination Day. Übrigens, ich habe nochmal bei Minidoom reingeguckt. So, perfekt. Ich habe nochmal bei Minidoom reingeguckt. Also, das ist wirklich echt hart. Also, wenn wir das spielen, ich glaube mal dann auf ganz, ganz leichten Schwierigkeitslevel, weil es ist so arschfähig einfach. Ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen versucht anzuspielen, die ersten paar Maps. Ja, Minidu. Das ist einfach so. So ultra böse. Aber wie gesagt, ich finde es ultra funny. Und wie gesagt, deswegen, also wir werden es mindestens mal anzocken. Aber heute gehört der ganze Tag erstmal Extermination Day. So. Da-da-da. To this note. Aha. Good. Wollen wir jetzt kurz gucken, ob er diese ganzen Einstellungen übernommen hat. Ja, hat er. Sehr schön. So. Dann wollen wir mal. Ah. Oh ja. Ach ja, siehst du? Das war ja hier, oder? Ich glaube nämlich, Schalding geht gar nicht. Oh fuck, ich bin aber enttäuscht. Weil mir war nämlich so, als könnte man diese Waffe auch zweihändig tragen. Ach nee, stimmt, dazu hatte ich ein extra Patch gehabt. Ah fuck it, das geht also Vanilla nicht. Mist, schade eigentlich. Na gut, also doch nur einhändig, aber egal, die Waffe ist auch schon stark genug. So, was wir brauchen ist das da. What the fuck? What the? Ach du Scheiße. Naja, diese Erde sind relativ schnell. Ich denke, ich bin privat versichert. Alter. Deswegen sollte man sich genau überlegen, ob man sich privat versichern lässt. Das ist ja schlimm, ja. Holy moly. Alter, was ist denn da los? Dankeschön. Wie viele sind denn das? Ist ja eine Arztpraxis? Ah, guck mal her. Alter Schwede. Also irgendwas, wahrscheinlich die ganzen Reflektionen, sacken extrem. Ich meine, die sitzt ja oben, kommt 25 Bilder pro Sekunde. Das ist nicht gerade die Welt. Das geht besser.
war dumm. Ich gebe zu, dass das dumm war. Man möge mir verzeihen. Du Kacke. Alter. Die Kraftkarte hat auch schon ein bisschen total gut gesehen. Wach, du Kacke. Da kommt her. Ach so, der ist tot. Das ist ja nice. Hallo, Motherfucker. Dankeschön. Die Waffe ist gut. Die gefällt mir. Es ist allerdings nicht die Waffe, die ich eigentlich gehofft hatte. Die sind nämlich da. Da kann ich nämlich beidhändig tragen. Das hatten wir ja hier irgendwie gehabt. Eine. Wow, 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 wow. Wow. Gerade da unten bei dem Raum werden wir wahrscheinlich die Plasmawaffen gut gebrauchen werden. Da unten werden wir die Plasmawaffen gut gebrauchen können. So. Gott, holy shit, damn it. Ich hab noch nicht gespeichert. Nicey dicey. Alter, das geht so gar nicht. Ach, fuck. Ja. Alter, in letzter Sekunde. Ah, wei. So, die andere Waffe. Nein. Die hier, die kann ich nicht dual technisch fahren, genau. Kann ich nur die machen. So, die haben wir jetzt aufgeladen. Heißt also. Sehr nice. Sehr, sehr nice das Ganze. Okay. Dann kann ich mich also jetzt plasmatechnisch gut ausproben. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ach so, der ist ein roter. Ist der heftig. Dankeschön. Oh. Habe ich eiskalt in die Tür geschossen. Danke schön. Ammunition passt immer gut. So, hier waren wir und hier ist wieder dieser Revenant. Von daher speichern wir mal ganz kurz und... Das war super. Das war gut. So. Okay. Jetzt mal langsam. Wir haben die gelbe Karte. Damit können wir da rein. Da macht sich die Waffe am besten. Da macht jemand? Nein. Fuck. Ich brauche ganz viel Leben und Herzchen. Und da ist schon mal eine Rüstung. Das ist gut. Und hier ist auch eine Rüstung. Beides grüne Rüstungen. Das ist ja Bullshit. Gut, kann ich mir davon eine schon mal nehmen. Macht ja dann keinen Unterschied erstmal. So, okay. Damit habe ich jetzt erstmal die schon mal ausgeräumt. Gut. Weiter. Was? Du Kacke. Alter, wo kommt ihr denn her? Ich hatte doch was kommt jetzt aus der auf. Wo kommt die her? Hallo?
Ach, du bist von oben runtergelaufen. Wow. So, das sieht auch schon besser aus. Einzelne Fertigung, das ist immer noch das Beste. Das Problem ist halt, es verbraucht so viel Munition. Und ich weiß nicht, wie gut meine Vorräte bei dieser Map sind. Gerade was Sprungschütze angeht. What the? Alter, ich habe doch noch 90% Leben? Fotzen, Alter. Das gibt's doch ja nicht. Ah, das war auf jeden Fall. Nur noch 10% Leben. Haben wir wieder ein bisschen was. Ich merke auch gerade, wir haben wieder sehr viele Pistolen hier rumliegen. Das heißt, ich werde mich primär erstmal wieder auf die konzentrieren. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dankeschön. Ich glaube mal, wir werden hier unten alles brauchen, was wir kriegen können. Weil das ist ja diese komische Ultra-Motherfucker-Falle. Wo auf einmal mit einmal 20.000 Monster kommen. Das wird also schon nicht ohne sein. Okay. So, jetzt haben wir den Raum erstmal sicher. Alter, diese Reflection. Ich habe 30 Bilder pro Sekunde gerade gehabt. Gut. Okay. Also, wir haben hiervon eine ganze Menge. Wir haben. Gut, Raketen können wir natürlich auch, aber damit haben wir wieder Gefahr, dass wir uns damit selber verletzen. Mag ich also persönlich nicht so gern, sondern ich werde mich wahrscheinlich auf Plasma, und zwar Dualplasma, und ja doch, ich werde Dualplasma benutzen. Ganz ehrlich, man gönnt sich ja sonst nichts.
Alter. Ich glaube, ich bleibe gleich. Fuck. Ah, ich hab nicht gespielt. Ach, scheiße. Also, ist das scheiße. Kacke, wie mach ich das denn jetzt? Das ist ja jetzt nicht so bedauer. Genau, hier kommt man bloß jetzt noch wieder rausgekommen. So, ich versuch's mal mit der hier. Nicht mit angreifen, Leute, nicht mit angreifen. Oh Gott. Alter, 4 Bilder pro Sekunde, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn euer Ernst? Alter. Fuck. Ich glaube, das war soweit. Digga. Okay. Ich denke, ich hab's geschafft. Stimmt. Die Vorlinge haben halt auch noch gehabt. Alter, was? Für ein Apfelkacke. Ja, ich werde mal ausnahmsweise speichern zwischenzeitlich. Einfach weil ich es kann. Alter, ich weiß gar nicht, wie wenig Bilder. 14 Bilder pro Sekunde. Das ist das Armutszeugnis einer gesamten Generation einfach. Holy shit. Oh Mann. So, wir haben zumindest wieder 100-100, das geht schon mal. Dafür, also einmal daran gemessen, was hier gerade abging, ist das schon gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Hier war dieses Secret, wo man nicht reinkommt. Und ich habe auch im Nachhinein, nachdem ich damals diese Aufnahme gemacht hatte, habe ich auch getestet gehabt, ich habe die gesamte Map auseinandergenommen. Ich habe nicht gefunden, wie man da rankommt. Weil am Eingangstor, da hat man ja gesehen, da war so ein ganz kleiner Schalter, den man treffen musste. Und nach sowas habe ich hier auch überall gesucht. Ich habe einfach nichts gefunden. Apropos Schalter. So. Von daher werde ich das machen wie gehabt. Also wenn da irgendwer herausfindet, wie das geht, ich bin offen für alles, aber... Die Waffe werde ich mir trotzdem immer genehm, weil es ist halt einfach, ja. Ich weiß nicht, ob ich einfach so dumm dafür bin oder ob das ein super geheimes Secret ist oder ein Secret in einem anderen Secret. Ich habe einfach absolut keinen Plan, wonach ich da suchen muss. Ich habe auch alle Computer hier abgedrückt
Es kann natürlich sein, dass dafür Zeit geschalten ist, dass man also gucken muss und dann relativ schnell dahin muss. Naja, das ist aber blöd, wenn man nicht weiß, welchen Rechner man drücken muss, dann drückt man immer gleich mehrere. Also das habe ich zumindest gemacht. Von daher, es war halt wirklich. Ich habe es nicht gefunden. Gut. Wir haben das. Wir haben genau. Hier fehlt uns nur ein bisschen was. Das werde ich dementsprechend noch ein bisschen aufheben, aber das nehmen wir mit. Das können wir schon mal gebrauchen. So, dann würde ich mal sagen, heizen wir die Wavernets, die da hinten auf uns warten, mal ordentlich ein. Ich gehe aber auf Dual, Rapen, also. Yeah, you know what I mean. Okay. Perfekt. So. Und jetzt heißt es damit dann offiziell wieder. Achso, habe ich jetzt nachgeladen? Ja, habe ich. Okay. Die andere Waffe ist auch geladen. Überhaupt, wenn wir wieder Waffencheck hier machen. Mir liegt aber alles soweit gut. Dass, aha, wir brauchen noch ein bisschen scharfe Munition. Ansonsten haben wir soweit alles. Scharfe Munition und Plasma brauchen wir noch. Fuck. Achso, was haben wir hier noch? Hält das schon aus? Naja, fast. Ah, na komm. Jawohl. Genau so muss das sein. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen scharfe Munition und dann haben wir alles. Alles, was das Herz begehrt. Scharfe Munition sollten wir eigentlich mal genug finden können. Ach, hier waren die ganzen Pistolen, stimmt ja. Okay, dann werden wir wieder Pistolen rumliegen. So, das hier haben wir auch noch nicht. Und das bringt uns nichts, leider. Ach, wir haben auch noch ein bisschen. Das ist ja nice, aber keine scharfe Munition. Das ist wiederum nicht so nice. Na gut, zur Not. Das, was wir haben, reicht ja erstmal für einen kleinen Weltkrieg. Für so nicht ganz so großen, also für so ein mittelständisches Unternehmen. Mag ich jetzt mal. Weil ich will es hier nicht alles abklappern. Das würde wieder viel zu lange dauern. Von daher, so die groben Sachen haben wir alle. Das Ganze sollte also reichen. Ist auch nichts mehr. Nope. Gut. Dann gucken wir nochmal ganz kurz den Weg ab und dann gehen wir ins Ziel. Oh, ist auch nichts mehr. Okay. Dann soll das eben reichen. Mir reicht sowieso schon lange. Ich hab die ganze Chance voll hier. Oh, nächste Map wird schon beschissen. Boah, 226 Bilder pro Sekunde. Das ist doch mal eine gute Zahl. Können wir die nicht dauerhaft haben? So, Quick Save. Na dann. Schau mit V.